Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es nach langer Abstinenz mal wieder eine neue Figuren-Review und zwar den guten Faun aus der Guillermo del Toro Signature Collection als Nummer 4 aus dem Hause Neger. Ja, der gute Santi aus Devil's Backbone und die gute Ophelia aus Pan's Labyrinth, die sind zwar vorbestellt, aber wann die hier ankommen, keine Ahnung, dürfte sich sicherlich noch um ein paar Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre handeln, aber die werden in diesem Jahr hier sicherlich noch bei mir aufschlagen und dann auch nochmal in Videoform von mir präsentiert. Aber heute geht es erstmal um den guten Faun aus Pan's Labyrinth, der natürlich auch von Doug Jones verkörpert wurde. Und ich muss sagen, für mich in diesem Jahr bisher die beste Figur, die Neger rausgebracht hat. Von den Details, von der Verarbeitung her sieht die einfach, muss ich sagen, nur Bombe aus. Da haben sich die knapp 37 Euro mal wieder gelohnt. Das Ganze habe ich natürlich mal wieder bei spacefiguren.de bestellt. Dem Shop meines Vertrauens, die das Ganze auch wirklich schnell geliefert haben. Nur die anderen beiden Figuren, ja, keine Ahnung, die lassen ein bisschen auf sich warten. Und deswegen werfen wir natürlich heute einen Blick ganz klar erstmal auf die Nummer 4, die wirklich auch in einem sehr schön designten Karton daherkommt. Wirklich auch das Artwork selber, das könnte man sich als Poster hinhängen oder ja auf ein T-Shirt drucken lassen oder vielleicht auch tätowieren lassen. Das Motiv sieht einfach nur wahnsinnig geil aus, muss ich einfach mal so sagen. Und auch wenn der Karton ein bisschen schmaler, ein bisschen kompakter ist, passt natürlich sehr gut zu dem etwas sperrigeren, größeren Karton vom Pale Man, was den Filmtitel und alles andere angeht. Also ist das wirklich sehr passgenau, wenn man das nebeneinander stellt. Bei mir ist es natürlich so, dass die Figur, wenn ich es euch im Video gezeigt habe, natürlich ganz klar auch wieder zurück in den Karton wandert und irgendwo leider ihr Dasein fristen dürfte in irgendeiner dunklen Ecke. Aber es ist mir einfach zu schade, die irgendwo hinzustellen und vor sich hinstauben zu lassen, ja. Und auf der Rückseite selber haben wir natürlich hier nochmal ein paar Bilder an sich. An sich eigentlich nur ein Bild vom Faun selber, wie er so aussieht als Figur. Und ich muss sagen, als ich erstmal drauf geschaut habe, sind mir sogar ein paar Sachen aufgefallen, die mir, wenn ich den Film öfters mal geschaut habe, nie wirklich aufgefallen sind, was die Figur angeht, das Design selber. Aber das ist mir jetzt erstmal so richtig ins Auge gestochen, wirklich sehr liebevoll, wirklich vollgepackt. Pickepacke voll mit Details, also es ist wirklich sehr cool. Und hier unten haben wir natürlich dann auch nochmal die anderen Figuren selber. Aber die Nummer 5 wurde natürlich auch schon längst angekündigt. Und zwar der Amphibienmensch aus The Shape of Water. Der war natürlich auch in die Sammlung. Muss einfach sein, sagen wir es mal so. Und hier unten haben wir natürlich wie von Neger gewohnt dann auch noch die Credits selber. Wer hier an der Veröffentlichung alles so beteiligt war, das Cover Artwork diesmal ist von Brian Root und das sieht, muss ich sagen, einfach, das sieht einfach nur Hammer aus. Also so hier von den Details her wirklich sehr schön aufgemachte Karton. Ja, dann machen wir das Ganze natürlich auf. Ist natürlich mal wieder mit Klettverschluss, ist wieder auch sehr, sehr gut gelöst worden. Ich finde es gut, das fährt jetzt auch Neger schon länger so mit ihren Figurenveröffentlichungen. Natürlich kosten dadurch ein bisschen, die VOs ein bisschen mehr, aber man hat auf jeden Fall eine schön aufgemachte Fensterbox. Man kann die Figur danach auch ohne Probleme, wenn man sie mal nicht irgendwo stehen haben will, auch wieder in die Verpackung reintun. Ja, besser als diese Plisterverpackungen, weil wenn die offen sind, dann kann man die auch wegschmeißen. Und dann haben wir natürlich hier auf jeden Fall erstmal nochmal ein schönes Bild von dem Faun selber. Und dann natürlich hier die Figur und ja, die sieht einfach nur Hammer aus. Die kommt mit ein paar schönen Goodies daher, mit dieser Tasche, dann noch mit diesem Röhrenbehältnis, wo diese Feen, glaube ich, drin waren, dann mit diesem Messer und diesem Knochen. Und sieht einfach nur 1A aus und das werden wir natürlich jetzt dann auch mal aufmachen und dann auf jeden Fall einen Blick erhaschen, weil ich muss sagen, es juckt mich echt mit den Fingern, die sieht wirklich Hammer aus, also wirklich sehr schön. Großes Lob mal wieder an Neger an dieser Stelle und auch an all die Leute, die beteiligt waren an dieser Figur. Und das Ganze natürlich raus und dann haben wir natürlich erstmal die Figur selber, die natürlich wieder schön befestigt ist. Und jetzt wird es natürlich, gibt es erstmal einen kleinen Schnitt. Ich werde dann erstmal die Figur rausfriemeln und dann gucken wir uns die auf jeden Fall nochmal schön im Detail an. So, ja, hat ein bisschen länger gedauert, die Figur aus der Verpackung zu holen, aber hier ist er, der Faun. Und muss sagen, wirklich Hammer. Aber bevor wir uns natürlich die Figur jetzt näher anschauen, werfen wir jetzt auf jeden Fall einen Blick auf die Accessoires. Und da fangen wir natürlich erstmal mit dem simpelsten Gimmick erstmal an zu dieser Figur. Und zwar diesen Knochen hier. Okay, er ist kein Hund oder so, aber so ein Knochen ist natürlich auch sehr, sehr stylisch, muss man mal so sagen. Und dieser hier
Kommt mit einigen Einkerbungen daher, so wie diesen Löchern hier. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ist auch gut robust verarbeitet. Muss natürlich aufpassen, dass es nicht durchbricht, aber ein wirklich sehr schön gemachter Knochen, muss man mal so sagen. Sieht wirklich sehr cool aus. Hat natürlich auch einen gewissen morbiden Touch, was diesen Charakter auch angeht. Also typisch Guillermo del Toro. Dann kommen wir natürlich dann zu diesem kleinen Messer hier auch. Sehr gut verarbeitet auch, wenn man sich es näher anschaut. Sieht man sicherlich jetzt schlecht in der Kamera, aber hier sind überall so kleine Verzierungen drauf. Und auch so von der Verarbeitung, von den Farben sehr, sehr schön. Also wirklich auch sehr schön aufgemacht das Ganze. Und ja, auf jeden Fall auch ein sehr cooles kleines Messerchen. Aber ich muss sagen, vor allem von den beiden Behältnissen, einmal von diesem röhrenförmigen Behältnis hier, wo natürlich dann auch die Feen drin sind, glaube ich. Sehr schön verarbeitet. Hier haben wir so eine Art, ja, Leder oder hier das Gummi, was sie hier gemacht haben, das natürlich so ein bisschen lederartig so rüberkommt, als wäre es so Stoff. Wirklich auch sehr schön verarbeitet. Ja, auch sehr robust rangebracht. Und das Coole ist natürlich, dass man diese Röhre hier auch öffnen kann, dieses Behältnis. Ja, und da drin natürlich ist jetzt nicht so sonderlich detailliert ausstaffiert, aber es ist auf jeden Fall cool, dass man es das aufmachen kann. Und ja, ist auf jeden Fall ein bisschen leichter, kann man ihn natürlich dann sehr gut umhängen. Macht auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Eindruck, wenn man sich so hier die Verzierung anschaut. Wirklich sehr, sehr gelungen das Ganze. Und dann haben wir natürlich noch diese Tasche hier, die wirklich so ein bisschen aus, ja, ein bisschen aus Stoff. Also fühlt sich zumindest an, aber es ist eher so Gummi hier oben gearbeitet worden, ist auch wirklich sehr schön mit diesem Motiv hier oben drauf. Dann sind hier natürlich auch nochmal so, ja, ist hier nochmal so ein Knochen eingearbeitet, der das hier zusammenhält. Und das lässt sich auch ein bisschen öffnen. Man kann sogar eigentlich nicht reingucken, weil hier oben das ist einfach zu. Weil das ist dann hier auch wirklich eher so ein bisschen so gummiert, ja, Plastik so ein bisschen. Also fühlt sich zumindest an, aber wirklich auch eine sehr coole Idee. Das Ganze hier so schön. Diese Lederstruktur, die sich hier drauf durchzieht. Ja, also wirklich sehr schön, diese Tasche. Und ja, macht sie auf jeden Fall gut, wenn man die eben umhängt. Schön stylisch, schönes Accessoire, muss man sagen. Also gefällt mir richtig gut. Und dann kommen wir natürlich zur Figur selber, die natürlich, ja, ich glaube, so mit unter so 30 Artikulationspunkten daherkommt, die wirklich wahnsinnig geil aussieht. Kann ich einfach nicht anders sagen. Für diejenigen, die natürlich gerne Figuren sammeln, für die dürfte es auf jeden Fall was sein. Also allgemein hier, wenn man sich den Kopf anschaut, der gute Herr ist ein bisschen groß, deswegen kriege ich jetzt ein bisschen schlecht von nahen aufs Bild. Sieht wirklich einfach nur klasse aus. Hier so die Augen, dann hier natürlich auch so diese Einkerbung, diese Muster, so die Haare selber, dann die Hörner. Ja, und das zieht sich hier durch die ganze Figur durch. Und er hat natürlich auch so eine Art holzartiges Design, ja. Das ist mir natürlich früher immer sehr aufgefallen, ja. Also der Faun ist hier so eher so, dass er sich auch seiner Umgebung wirklich gut anpassen kann, dass er sich tarnen kann, dass er dann halt nicht auffällt. Ja, und das sieht man dann vor allem hier unten am linken Bein, was wirklich sehr, sehr holzartig daherkommt. Und das ist mir ehrlich gesagt, wenn ich den Film gesehen habe, ist mir das wirklich nie großartig ins Auge gesprungen, dass es so anders aussieht wie halt das rechte Bein, der rechte Fuß, der wirklich so eher so klassisch faunmäßig gestaltet ist, ja, wie bei einem Paarhufer halt. Aller Herr Tumnus aus den Chroniken von Narnia könnte man gerade vergleichen, der ist dagegen etwas schlichter, etwas simpler ausgefallen. Also das ist mir wirklich jetzt erstmalig so richtig ins Auge gestochen. Und hier hinten natürlich haben wir dann noch den Schwanz und diese ganzen Verzierungen, diese ganzen Verästelungen, die sich durch, also man hat wirklich das Gefühl, dieser Faun ist eher so wirklich ein Lebewesen, was aus einem Baum sein könnte. Ja, also so holzmäßig kommt das rüber, kommt so holzschnittartig und ja, das Bein hier selber sieht wirklich sehr abstrakt aus. Ja, und ja, hier haben wir zwar hier Bewegungspunkte, aber es lässt sich ein bisschen schwerer durchbewegen. Aber wenn man sich so anschaut hier von den Farben selber, sehr, sehr cool. Ist hier ein bisschen lockerer. Ist ein bisschen schwierig, dann am Anfang einen guten Stand zu bringen, dass er halt nicht umkippt. Aber wenn man sich so anschaut, ist es eine wirklich sehr schön modellierte Figur. Und ja, das ist wohl ein kleiner Pimperle. So sieht zumindest aus. Das ist mir auch nie aufgefallen, dass der Faun Pimperle hat. Wozu er den auch immer braucht. Mrs. Faun ist im Film leider nicht aufgetaucht, aber muss einfach sagen, die Figur sieht wahnsinnig detailliert aus. Also von den ganzen einzelnen Details
wirklich absolut Hammer. Auch hier eine schöne Durchbeweglichkeit, was hier so den Bauchbereich, den Brustbereich angeht. Kann man auch schön durchstrapazieren. Durch hier sieht man mehr oder weniger, wo das zusammengefasst worden ist, wenn man so richtig reinschaut. Aber wirklich sehr schön und auch vom bisschen leichteres PVC-Plastikmaterial. Also diesmal nicht so schwer. Ja, aber sieht wahnsinnig cool aus, muss man jetzt einfach mal so sagen. Wir können natürlich jetzt mal so hier dieses Röhrenbehältnis hier mal überhängen. Sieht natürlich auch sehr schön aus und auch die Hände. Also wahnsinnig. Also mir fehlen einfach echt die Worte, wenn man so die Figur echt in Natur da mal so draußen hat und mal so hält. Sieht es einfach nur klasse aus. Muss man einfach mal so sagen. Wirklich sehr schön liebevoll. So dieser typische Guillermo del Toro-Style. Der Toro selber, der legt halt, wenn man sich mal so die Filme anschaut, der legt immer wahnsinnig viel Wert auf die Kreaturen, wie sie aussehen, wie sie rüberkommen. Und der Faun selber, muss ich sagen, ist bis jetzt für mich der wirklich erste richtige Lichtblick, was diese Signature Collection angeht. Also Premium wäre auch wunderbar, aber der hat jetzt nicht so viele Details gehabt, was an sich die Figur selber angeht. Also hier wirklich, hier steckt noch ein bisschen mehr mit drin. Also wirklich, der Faun hier hat wirklich etwas sehr Natürliches, ja, wenn man sich das eine Bein anschaut, also wirklich so, als würde er mit seiner Umgebung auch verschmelzen können, ja. Als wäre er auch eins mit der Natur bzw. mit den Bäumen, wirklich eine sehr, sehr coole Sache an sich. Und ich muss sagen, deswegen bekommt die Figur auch von mir wirklich eine klare Empfehlung. Also für all diejenigen, die mal wieder auf der Suche sind nach wirklich richtig guten Merchandise, nach einer wirklich cool designten Figur, die auch mit ja, Guillermo del Toro etwas anfangen können mit seinen Filmen. Die sind auf jeden Fall hier, Däumchen hoch, mit dieser Figur wirklich bestens bedient. Also die Figur gefällt mir wirklich wunderbar. Jetzt ist sie kurz vorm Abschmieren, sagen wir es mal so. Ist ein bisschen schwierig, die korrekt hinzustellen, aber sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Und ja, das war es jetzt auch mit meiner neuesten Figuren-Review aus der Guillermo del Toro Signature Collection. Ihr könnt natürlich schreiben, wie euch die Figur so gefällt. Ob ihr diese Reihe gerne sammeln würdet, ja, oder was ihr vielleicht am besten oder welche Figur ihr bis dato am besten aus dieser Reihe fand. Mittlerweile sind ja schon alle vier draußen, aber Ophelia und der kleine Santi lassen halt noch auf sich warten. Und ja, könnt ihr eure Gedanken wieder in die Kommentare reinkloppen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und das war es jetzt auch mit, ja, dieser Figuren-Review. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder entweder zu einer weiteren Figuren-Review oder zu einem anderen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.